Jedes Unternehmen muss sich um seine eigene Zukunftsfähigkeit bemühen. Und Zukunftsfähigkeit ist mit Sicherheit ein Ergebnis aus einer Reihe von verschiedenen Parametern. Die beiden Parameter, die mir am meisten am Herzen liegen und die ich für strategisch sehr wichtige halte, neben den richtigen Produkten, neben der strategisch sauberen Ausrichtung, neben Werten und einer Wertekultur, die im Unternehmen immer wichtiger wird, sind es für mich die beiden Faktoren. Finanzierung, Liquidität, Liquiditätsreserven, finanzielle Unabhängigkeit einerseits als großes strategisches Langfristziel aller deutschen Unternehmen und es ist das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Fach- und Führungskräftegewinnung. Und das sind die beiden Punkte, die für mich und aus meiner Sicht eine ganz große und erhebliche Rolle beim Begriff Zukunftsfähigkeit oder für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens spielen. Und beide Themen kann ich mit einem Instrument zu einem großen Teil erreichen, zu einem großen Teil erfüllen. Und das ist einfach die Unternehmenskasse, die pauschal dotierte Unterstützungskasse als Innenfinanzierungssystem, bei dem die Liquidität im Unternehmen bleibt, bei dem keine Liquidität an Versicherungen abfließt und das im Ergebnis die Funktion einer Bank im eigenen Unternehmen erfüllt. Das heißt, finanzielle Freiheit, Bankenunabhängigkeit erreicht wird. Und gleichzeitig durch die hohe Effizienz im Vergleich zu klassischen Versicherungslösungen, die wenig interessant sind, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, durch die hohe Effizienz werden die vielfältigen Gestaltungs- und Spielmöglichkeiten, denken Sie da nur dran, an den Arbeitgeberzuschuss, der von verschiedenen Parametern abhängig gemacht werden kann, der auch nicht bei allen Mitarbeitern, sondern nur bei allen Mitarbeitern einer gleichen und vergleichbaren Gruppe gleich gemacht werden muss, der im Laufe der Zeit sich verändern oder steigen oder Ähnliches kann. Dann haben wir hier ein sehr gewaltiges Potpourri, um einerseits ein attraktives System aufzustellen zum Thema Mitarbeitergewinnung, Fachkräftegewinnung und gleichzeitig die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, zu halten, zu binden, ein attraktives Vergütungssystem zu verschaffen und gleichzeitig den Wunsch nach Sachanlage, Bankenunabhängigkeit, Liquiditätsreserve erfüllen zu können.